Es ist wirklich ein sehr unschönes Gefühl, wenn man zum Beispiel auf eine Geburtstagsfeier eingeladen ist und man isst eine super leckere Torte und merkt dann dabei, dass da Nüsse drin sind, auf die man allergisch reagiert und es fängt an, der Hals anzuschwellen, es kommt Panik auf, man versucht panisch nach Luft zu schnappen und es gibt ja Allergien für alles Mögliche, Pollen, Erdbeeren zum Beispiel, verschiedene Obst- und Beerensorten, Bienenstiche, auch Wespenstiche und es kommen immer mehr Allergien hinzu und die rauben förmlich den Menschen die Lebensqualität. Und in dem Video zeige ich dir, wie du nachhaltig und wirklich in der kurzen Zeit schaffst, von deiner Allergie dich zu befreien. Nice. Um eine Lösung für Allergien zu finden, müssen wir erstmal definieren, was Allergien überhaupt sind. Und das sind abnormale Reaktionen auf normale Elemente in der Umwelt oder in der Nahrung, wenn diese Substanzen die überempfindlichen Membranen des Allergikers reizen. Solche abnormalen Reaktionen entstehen dadurch, dass die Toxämie die Reaktionsweise des Körpers verändert und die Reizbarkeit erhöht. Mit dieser einleuchtenden Definition wisst ihr jetzt genau, was zu tun ist und ich kann das Video jetzt hiermit beenden. Nein, natürlich nicht. Ich werde jetzt noch etwas weiter eingehen in das Thema, damit auch wirklich jeder von euch das auch in einfachen Worten versteht. Und da auch grundsätzlich die Fragen von den Allergien, weil ja viele es meinen, es sei angeboren oder das bekommt man nur schwer weg. Und da kann man sich einfach die Frage stellen, wenn man gegenüber natürlichen Stoffen, die jetzt in der Natur vorkommen, wie zum Beispiel Pollen oder auch wenn man Nüsse isst oder Erdbeeren oder wenn man Stiche von irgendwelchen Tieren bekommt, warum entstehen halt dann diese Reaktionen, warum sind denn manche so überempfindlich gegen solche natürlichen Sachen und andere wiederum nicht? Als Beispiel hierfür mein Zwillingsbruder, wir sind zweieich, wir essen sehr unterschiedlich. Ich natürlich halt die Rohkost, also für alle, die meinen Kanal verfolgen, wissen ja, wie ich mich ernähre. Mein Bruder halt sehr konventionell und er hat halt sehr viele allergische Probleme, wie zum Beispiel Heuschnupfen oder auch Rötungen an der Haut, wenn er halt zum Beispiel zu schlecht isst. Und er leidet halt unter sehr vielen Allergien. Und bei mir ist es überhaupt nicht der Fall. Und da kann man sich einfach die Frage stellen, warum ist denn das überhaupt so, dass halt einige Menschen auf natürliche Substanzen so übermäßig reagieren mit diesen, mit ihren Allergien und andere wiederum nicht. Why? 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 Und nein, es hat nichts mit den Genen oder mit der Vererbung zu tun. Unser Körper ist ja natürlich auch ein Teil der Natur. Wir steuern diesen. Und auch diese Allergien kann man als Krankheiten bezeichnen. Und eine Krankheit von dem Körper ist einfach ein Vorgang, um halt Gifte, Schleim, Toxine auszuscheiden. Das ist nichts weiteres als Krankheit. Es ist egal, ob du Fieber hast, Schnupfen, auch später die chronischen Krankheiten wie Leber oder Krebs und zu diesen chronischen, sagen wir, Entgiftungszuständen zählen auch Allergien. Diese übermäßige Reaktion des Körpers kommt dadurch, dass die Leute, die halt Allergien haben oder darunter leiden und chronisch vergiftet sind, beziehungsweise versuchen halt die ganze Zeit zu entgiften. Das ist die Aufgabe des Körpers, der kommt da nicht mehr hinterher und man kann sich einfach die Ernährung von den Leuten mal anschauen, beziehungsweise das Essverhalten. Und Beispiel bei meinem Bruder, der isst halt sehr viel Industriezeug, Fastfood und auch sehr viele Fertigprodukte und ist eigentlich eine Katastrophe und der ist halt und auch viel zu viel auch und er ist halt in diesem chronischen Entgiftungszustand und der Körper versucht mit Biegen und Brechen halt die Sachen damit auszuscheiden und da kommt, kann es halt dann passieren, wenn dann solche Sachen, weil der Körper halt einfach übermäßig drauf reagiert, dass halt nur ein Haar oder ein Pollen dann diese Reizungen zum Überlaufen bringen. Also Beispiel sind ja unsere Entgiftungsorgane. Zum Beispiel die Haut, die Bronchien, wo halt viele dann auch Probleme haben, zum Beispiel mit Asthma. Und da bildet sich dann zum Beispiel der Schleim. Und wenn man dann halt so Staub oder Pollen abbekommt, dann ist es einfach zu viel. Und dann bekommt man halt dann schlecht Luft. Die chronische Vergiftung bei Allergikern sorgt einfach dafür, dass sie dann auf natürliche Stoffe, wenn sie dann mit denen in Kontakt kommen, dass sie dann so sensibel drauf reagieren. Und es ist halt einfach sehr interessant, dass es immer mehr Menschen trifft mit alten Allergien und es kommen immer wieder neue dazu.
Und das hängt einfach nur auch damit zusammen mit unserem Lebenswandel, mit unserem Lebensstil, wenig Bewegung zum Beispiel in nicht gelüfteten Räumen, in wenig Sonne auch zum Beispiel, also in dunklen Räumen sehr viel Zeit verbringen und dann auch die Industriekost, die wir zu uns führen. Und da gibt es ja auch sehr schöne Filme auf YouTube zum Beispiel, Dokumentarfilme, die einfach mal zeigen, was da eigentlich alles in dem jetzigen Essen im Supermarkt, was so konserviert und abgepackt ist, was da eigentlich für Stoffe da reingehören, wo dann nicht mal mehr ein richtiges Lebensmittel mehr drin ist. Das ist dann doch sehr erschreckend und dann auch nicht verwunderlich, warum die Leute dann auch so krank werden. Und es ist dann wieder auch eine reine Geschäftsmache, weil man versucht, den Leuten wieder Hoffnung zu machen. Also man versucht, denen irgendwie irgendwelche Medikamente zu verschreiben, um die Allergien auch zu unterdrücken, beziehungsweise die Entgiftungserscheinungen, das Symptom zu unterdrücken, dass sie vielleicht eventuell nach 10 Jahren frei von dieser Allergie sind. Und da, das ist nur eine Hoffnung, das ist ja nicht mal zu 100% sicher, ob man sich daraus befreit. Also das heißt, 10 Jahre lang irgendein Medikament nehmen, man wird sozusagen ausgeschlachtet und man hat nicht mal die hundertprozentige Chance darauf, komplett davon geheilt zu werden. Was ich sehr interessant finde, ist, wenn dann die Leute eine Allergie gegen Früchte oder Beeren haben, wie zum Beispiel Erdbeeren. Dann essen sie eine Erdbeere und bekommen dann Durchfall, Blähungen oder sonstige Magenkrämpfe und dann wird dann denen diagnostiziert, dass sie halt eine Allergie gegen diese Frucht haben und dass das böse Obst und das böse Fruchtzucker das auslöst. Und die wenigsten wissen halt einfach, was Obst denn im Körper macht. Also das heißt, Obst tut einfach Gifte lösen aus dem Körper und der Körper versucht die dann natürlich auszuscheiden, weil die dann eventuell im Blutkreislauf zirkulieren. Und genau da ist dann das Problem bei Allergikern, die sind ja schon chronisch vergiftet. Also das heißt, der Körper ist schon die ganze Zeit irgendwie dabei, die Gifte zu puffern, irgendwie aus dem Weg zu räumen. Und die Erdbeere, die, wenn die dann in den Darm reinkommt, die wirbelt einfach zu viele Gifte, Altlasten, alles Mögliche auf. Und das wird dann im Körper einfach zu viel. Und das heißt, er versucht eine Abwehrreaktion darauf zu machen. Das heißt dann dadurch mit diesen Blähungen oder mit dem Durchfall, einfach um den Menschen zu signalisieren, hey, das geht jetzt momentan nicht. Also du kannst jetzt nicht so viel Obst essen oder auch diese Erdbeere. Das wird dann einfach viel zu gefährlich. Und wichtig ist halt auch, wenn ihr unter Allergien in jeglicher Form halt auch leidet, auch speziell jetzt, dass ihr zum Beispiel nicht so viel Obst vertragen könnt, also auf leeren Magen zum Beispiel, dann müsst ihr halt erstmal so vorgehen, dass ihr eine Reinigung halt vorher macht. Das heißt, schaut, dass ihr eure Ernährung umstellt. Schaut, dass ihr so Kleber wie zum Beispiel Reis, Getreide, Milchprodukte weglässt, auch dann gekochtes Fleisch oder allgemein gekochtes, weil es halt einfach übersäuert. Also solche Lebensmittel weglässt, auch weg von der Industriekost geht, auch pflanzliche Sachen weglässt, also die ganzen Fertiggerichte oder Ersatzprodukte im Supermarkt wie Soja oder Tofu und was weiß ich da, was das alles für Ersatzprodukte ist, dass ihr davon auch die Finger lässt und schaut, dass ihr so naturbelassen wie möglich das handhabt, also sehr viel Blattgemüse zum Beispiel isst oder auch dann, was ich als Ausnahme sehe bei der schleimfreien Heilkost, ist ja nicht alles nur roh, sondern auch gekocht, wie zum Beispiel eine gebackene Süßkartoffel. Ihr könnt auch am Anfang auch Kartoffeln vielleicht auch zu euch nehmen im Ding, aber versucht so naturbelassen wie möglich alles zu euch zu nehmen und am Anfang schon mal erstmal die ganzen Industriesachen und sowas weglässt und die Hauptschleimverursacher, wie gesagt, Milch, Getreide, das einfach alles weglässt. Ihr könnt dann auch schon mal anfangen, vielleicht bei dieser Umstellung die ersten 1, 2, 3 Tage zu fasten. Bitte nicht vergessen, auch vorher eine Entlastungstage mit einzubauen, das heißt so Abführung zu machen, damit der Darm rein ist, wenn ihr ins Fasten reingeht und danach auch wieder eine Art Aufbauphase macht, damit ihr nicht gleich in die Füllerei wieder zurückkommt. Aber hier dann ganz klassisches Saftfasten, 1, 2, 3 Tage oder auch Wasserfasten und halt auch so schaut, dass ihr euren Körper unterstützt mit der Entgiftung und dann langsam probiert, immer mehr Obst zu integrieren, euch mal erstmal rantraut, ob ihr es dann noch, immer noch schlecht vertragt oder nicht und dann halt langsam den Prozess halt geht mit der Entgiftung und dann seid ihr vielleicht irgendwann in einem Zustand, wo ihr das Obst einwandfrei
essen könnt und ihr euch auch von den Allergien befreit. Das heißt, ihr habt dann keine Hautirritationen, keine Reize mehr. Ihr könnt auch, wenn ihr eine Nussallergie seid, dann auch problemlos Nüsse essen, ohne dass euch hier irgendwas anschwillt. Was bei mir auch der Fall ist, Wespenstiche oder Bienenstiche, die sind für mich überhaupt kein Problem. Nach einem Tag sind die dann so gut wie verschwunden. Also auch Gifte extern werden dann super gut gehandelt von meinem Körper zum Beispiel. Das heißt, einfach diesen Prozess halt gehen mit den, ja, mit der schleimfreien Heilkost, mit der Rohkost, mit der Reinigung des Körpers anfangen. Das Essverhalten ist nur eine Seite der Medaille. Schaut auch, dass ihr guten und ausreichenden Schlaf habt, dass ihr euch an der frischen Luft bewegt bzw. aufhält, spazieren geht, Krafttraining macht, euch dehnt, macht Yoga. Versucht einfach das Beste aus eurem Körper, was er euch hergibt, zu machen an Bewegungen. Natürlich auch dann noch Luft- und Sonnenbaden, Basenbaden oder Fußbäder gehören da auch mit dazu. Ich empfehle anstelle von Natron Soda, also Waschsoda, habe ich auch ein Video dazu gemacht. Warum ich das empfehle, werde ich euch auch oben in der Infocard verlinken, beziehungsweise auch unten in der Videobeschreibung. Gerne da mal vorbeischauen. Und schaut auch, dass ihr euren Alltag nicht so stressig erlebt. Also permanent Cortison und Adrenalin ist für euren Körper nicht gut. Das übersäuert euren Körper genauso. Und schaut, dass ihr auch einfach mal runterkommt, euren Stress mit reduziert. Jetzt zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Hilfsmittel an die Hand geben, damit der Prozess etwas angenehmer abläuft und ihr euch vielleicht nicht in eurem sozialen Umfeld ganz und gar schämen müsst. Aber bitte bei den Hilfsmitteln darauf achten, das sind immer noch Hilfsmittel. Diese solltet ihr auch mit Bedacht nutzen, weil sie auch ziemlich für Schwierigkeiten auch beim Körper verursachen können. Also als Beispiel, wenn ihr Hautirritationen habt, eure Haut ist gerötet, dann könnt ihr zum Beispiel Kokosöl nutzen und das da drauf schmieren. Wichtig halt auch dabei ist, dass Kokosöl auch die Poren verstopft und wie ich ja vorhin erwähnt habe, atmet die Haut, ist ein Entgiftungsorgan und über die Poren werden halt auch Gifte ausgestoßen. Und dann schaut einfach, wenn ihr jetzt zur Arbeit da irgendwie einen wichtigen Termin hat oder bei einer geselligen Runde seid mit euren Freunden oder Familie, kann man das so drauf machen, aber tut es bitte mit Bedacht halt auch nutzen. Man kann sich auch, wenn man zum Beispiel Pickel hat oder andere Unreinheiten in der Haut, Heilerde zum Beispiel nutzen oder auch Aloe Vera. Und für die Leute, die halt Probleme mit Asthma haben und da schwer Luft bekommen, man kann da zum Beispiel Thymian-Tee nutzen, um den Schleim da ein bisschen aufzulockern, damit ihr da ein bisschen besser durchatmen könnt. Da könnt ihr auch im Internet ein bisschen weiter recherchieren. Das ist jetzt für euch nur ein kleiner Denkanstoß. Da gibt es noch viele andere Sachen, wie ihr vielleicht noch danach noch mal ein bisschen auflisten, dann könnt ihr das dann noch mal kurz anschauen und wie gesagt, halt einfach mit Bedacht und sparsam nutzen. Jetzt wisst ihr, was Allergien sind und jetzt könnt ihr und eure Freunden und Geliebten euch von diesem Leid befreien, also keine Zeit verlieren, Daumen nach oben geben, Kanal kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken und auch kommentieren für den Algorithmus. Hilft mir einfach, dass mein Video weiter durch den Algorithmus verbreitet wird und mein Kanal dadurch wächst. Vielen Dank auch dafür. Wer mich noch zusätzlich unterstützen möchte, auf meiner Webseite findet ihr auch die Möglichkeit, wie über PayPal, Patreon oder auch über die Bankverbindung mich auch finanziell unterstützen könnt, damit ich weiterhin für euch YouTube machen kann und auch da noch das Projekt etwas weiter ausbauen kann. Also vielen Dank auch schon mal dafür. Wer das in die Erwägung zieht, ich habe auch eine eigene Saatgutliste von Saatgut aus meinem eigenen Permakulturprojekt und auch eingekochte und fermentierte Sachen für euch, damit ihr euer Lager aufstocken könnt für den Winter. Man weiß ja nie, was alles kommen könnte mit Blackout und Nahrungsknappheit und alles Mögliche. Also bereitet euch auch vielleicht mit Vorsicht darauf vor. Und sonst auf meiner Webseite biete ich viele verschiedene Kurse und Coachings an. Sei es zur Permakultur, sei es zur schleimfreien Heilkost, habe ich 2 Anfängerkurse und ich biete auch Coachings an in Einzelstunde, in Gruppencoach oder auch in Monatscoachings oder auch eine Fastenbegleitung ist alles da mit dabei. Schaut einfach gerne auf meiner Webseite vorbei oder auch wenn ihr nochmal zusätzlich Interesse habt und ihr euch nochmal tiefer in die Thematik einarbeiten wollt, in die schleimfreie Heilkost, Fasten und Rohkost. Dann habe ich auch eine Telegram-Gruppe, wo ihr auch mit einem monatlichen Beitrag mit dabei sein könnt, wo wir uns dann sozusagen gegenseitig unterstützen und dass ich damit auch euch dazu anleiten kann, euch zu motivieren, die schleimfreie Heilkost zum Beispiel auch Schritt für Schritt umzusetzen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.